Moin moin Seahawks-Freunde, willkommen zurück zur Flaschenpost hier auf dem Seahawks-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und wir haben hier wieder ein paar Themen für euch an der Seite vorbereitet. Und ja, geht eigentlich direkt los. Wir wollen mit dem Testserver-Update anfangen. Und zwar ist der Testserver verfügbar vom 11. Januar bis 14. Januar, 17.30 bis 16.30. Und das ist die zweite von drei Runden, die euch da jetzt quasi die Möglichkeit geben, in die Entwicklung zum Beispiel von den Trägern sozusagen einzutauchen und ein bisschen Feedback zu geben bei World of Warships oder bei Wargaming. Was haben sie denn jetzt geändert in der zweiten Runde? Die Parameter der Flak und des Verbrauchsmaterial defensive Flakfeuer wurden geändert. Die sind effektiver, aber die Nachladezeit des defensiven Flakfeuers wurde verlängert. Und das sorgt dafür, dass quasi die Flugabwehr der Schiffe in Zukunft, die defensive Flakfeuer haben, deutlich effektiver gestaltet ist. Ich persönlich habe das schon gemerkt, bin schon zwei, drei Runden Probe geflogen, habe ein bisschen einfach mal Harakiri-mäßig da was probiert und man merkt da schon einen deutlichen Unterschied. Selbst wenn man taktisch anfliegt, muss man schon ganz gut vorsichtig aufpassen, längere Bögen fliegen und so eine Sachen, damit man auf jeden Fall aus der Range der jeweiligen Schiffe raus ist, weil man sonst unnötig Trefferpunkte verliert. Dann die Werte für Explosion der Granaten von Flugabwehrgeschützen auf langer und mittlerer Reichweite wurden auch angepasst. Die verursachen jetzt halt nochmal deutlich mehr Schaden. Gerade die Explosionen sind mörderisch geworden. Ich bin halt eine Mal versehentlich in so eine Granatenexplosion rein und ich habe quasi instant zwei Flugzeuge verloren und die restliche Staffel war komplett rot. Also das war auf T8, glaube ich, oder T10 ein Gefecht und da haben sie ganz schön dran gedreht. Muss man echt aufpassen, dass man da nicht zu viel Damage nimmt sozusagen. Dann eine sehr coole Neuerung, die mir sehr gut gefällt. Ich habe auf den T4 Flugzeugträgern, also Hoshu und Langley, die Torpedobomber vermisst. Das hatte ich in einem der Flaschenpost beziehungsweise in einem der Videos zu den Trägern schon erwähnt. Und jetzt ist es so, dass wir sind hier gerade schnell mal auf dem Testserver, wir jetzt Torpedobomber hier zur Verfügung gestellt bekommen. Jetzt starten drei Flugzeuge, wenn man die Torpedobomber denn auswählt, mit so einem Doppelklick auf die Taste. Und einer davon geht in den Angriff über, jedes Mal, wenn man es dann möchte. Der Alpha-Damage des Torpedos beträgt 5400 und der Abwurfwinkel ist eben so, dass immer nur ein einziges Flugzeug sich aus der Staffel löst und zum Angriff übergeht, sozusagen. Die Abwurfphase ist sehr, sehr kurz, also es gibt bei den Torpedos so eine Art Aktivierungsphase, sage ich jetzt einfach mal. Wenn das Schiff in diese Aktivierungsphase hineinfährt, dann wird der Torpedo am Schiff einfach nicht explodieren. Ja, und die ist bei diesem Torpedo eben ganz kurz. Bei allen höherstufigen Trägern und Flugzeugen ist es nachher so, dass diese Phase doch relativ lang ist. Also man muss dann schon 3, 4, 5, 6 Sekunden vorher Torpedos ins Wasser werfen, damit die sich noch am Schiff aktivieren können, wenn sie denn da einschlagen. Und das macht das alles deutlich herausfordernder, die Torpedos rechtzeitig und vor allen Dingen gut genug vorgehalten ins Wasser zu werfen. Das ist eine gewisse Herausforderung, kann man schon sagen. Wie gesagt, auf Tierstufe 4 ist es noch relativ überschaubar und einfach, aber ihr habt halt auch nur ein Torpedo dabei. Dann wurde überarbeitet der Abwurfwinkel der japanischen Bomber. Und das sind hier diese AP-Bomber, die jetzt hier eine richtige Physik verpasst bekommen haben. Das bedeutet, wenn man der Winkel, diese Lernkurve oder die Kurve des Schadensmachens ist jetzt ein bisschen vereinfacht worden, die war vorher noch komplexer und jetzt ist es eben so, man soll ja die AP-Bomben aus möglichst großer Höhe abwerfen, aber sie müssen halt auch nach Möglichkeit irgendwie genau sein und das ist eigentlich der Zwitter bei dieser ganzen Geschichte, wo man sich überlegen muss, wie macht man es jetzt? Wirft man aus großer Höhe ab, nimmt ein bisschen mehr Ungenauigkeit in Kauf, hat dafür aber eine hohe Wahrscheinlichkeit, die Zitadelle mit den AP-Bomben zu treffen. Also, wenn die Bombe denn das Schiff trifft, ja, oder man wartet und bis die Zielvorrichtung relativ klein geworden ist und somit der Abwurf relativ genau geworden ist, dafür hat man das Risiko dann, dass diese Bombe aber abprallt, ja, weil der Winkel nicht mehr optimal ist. Und jetzt wurde das ein bisschen angepasst, dass die Bombe sich schneller in den optimalen Winkel begibt nach Ausklinken aus dem Flugzeug. Und ich persönlich habe es auf dem Testserver ausprobiert, das ist deutlich verbessert worden. Ich konnte jetzt mit diesen Stufe 4 Fliegern im Übungsraum sogar eine Bayern Zitadellen
Und das konnte ich zwar nicht mehrfach wiederholen, aber ich habe schon das Gefühl, dass es deutlich einfacher geworden ist und auch die Optik, die man, also diese Overlay, was man auf dem Boden hat, deutlich nachvollziehbarer ist und greifbarer ist und man weiß eher, was man zu tun hat, wann man diese Bombe fallen lassen sollte. Das ist jetzt ein bisschen nachvollziehbarer geworden. Ohne Gameplay kann ich euch das nicht richtig zeigen, aber vielleicht gehen wir ja nochmal dem einen oder anderen Gameplay-Video darauf ein. So, und auch die Langley auf T4 hat jetzt Torpedobomber bekommen. Auch da sind drei Flugzeuge in einer Staffel und die Angriffstruppe besteht dann, ist ja keine Truppe mehr, sondern ist dann nur noch ein einziger Bomber. Und auch da ist der Torpedoschaden überschaubar mit 5567, wenn der Alpha-Schaden auch ein Ticken höher ist. Zumindest ist der aktuelle Stand auf dem Testserver jetzt so. Ja, die Bomber sind aber langsamer unterwegs als bei den Japanern. So, bei den anderen Trägern, wie gesagt, da gehe ich dann andermal drauf ein. Ihr habt jetzt vielleicht im Hintergrund schon gesehen, auch auf dem Testserver verfügbar ist hier diese panasiatische oder diese Mondneujahrsfest. Da gibt es dann diese Sonderlackierung, das ist Verbrauchsmaterial, also keine permanente Tarnung. Ich persönlich finde die ziemlich geil, diese chinesische Neujahr oder asiatische Neujahr, wie auch immer man das nennen will. Hier, so sieht die Tarnung aus und diese Werte hat sie momentan. Mondkrieger heißt die Tarnung und diese Werte hat sie jetzt auf dem Server. Das sind hier 100% EP, 75% Kapitäns-EP und freie XP um 50% geboostet, sowie die Standardwerte Erkennbarkeit zu Wasser minus 3%, Streuung der Granaten plus 4%. Gut, jetzt gehen wir dann wieder zurück in unseren Browser hier. Was kann man denn noch erwähnen? Man kann noch erwähnen, zum Beispiel, dass der Autopilot mit dem Rückwärtsfahren so ein bisschen noch Probleme hatte und da wurde ein Fehler identifiziert und behoben, sodass das Schiff jetzt nicht mehr größere Distanzen rückwärts zurücklegt, sondern nur noch kleine Distanzen, weil prinzipiell soll der Autopilot sogar rückwärts fahren können. Das war ja extra sogar so gewünscht, weil man eben nicht mehr so viel Einfluss auf diese Trägermanöver hat, es sei denn, man verzichtet auf Flugzeuge in der Luft und nützt den Träger dann noch aktiver. Ich persönlich finde diese Variante gar nicht so verkehrt, weil gerade die Graf Zeppelin wird aus meiner Sicht dann ein Schiff werden, was sehr, 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 sehr stark werden kann, gerade weil das Schiff gut bewaffnet und gut gepanzert ist und ja dazu noch Flugzeuge hat, so würde ich es fast ausdrücken, dass man da sicherlich das ein oder andere interessante Manöver mit starten kann. Das ist der Punkt. Dann gibt es noch ein paar optische Sachen. Das Kameramodell konnte in Flugzeuge von Staffel reingedreht werden. Das wurde jetzt behoben. Die Flugabwehreffekte sind optisch aufgewertet worden, kann man sagen. Also richtig toll. Haben sie da auch sich noch ein bisschen Mühe gegeben. Und es wurde ein Fehler behoben, wo Jäger, also Patrouillenflieger, die von anderen Spielern oder von euch selbst zu einem gewissen Punkt auf der Karte gerufen wurden, dass die den Angriffsbereich sogar verlassen haben und darüber hinaus Flugzeuge angegriffen haben. Weil in diesem Umkreis von 3 Kilometern, wo der Mittelpunkt der Punkt ist, an dem ihr die Taste T gedrückt habt, wo ihr die Jäger herruft, da wird eben patrouilliert und alles, was da fliegt, wird angegriffen. Aber alles, was darüber hinaus außenrum fliegt, wird eben nicht mehr angegriffen. Und das soll genau diese Sache eben nochmal verbessern. Ja, das gab mir in der Vergangenheit da öfter mal Probleme. Wie gesagt, eingangs gesagt, das hier ist Runde 2. Es wird definitiv noch Runde 3 geben. Das ist hier unten sogar angekündigt. Hier kann man nochmal ganz genau sehen, wo man welche Belohnungen für bekommen kann und wo man bestimmte Sachen sogar wiederholen kann. Man kann hier auf jeden Fall x-fach Signalflaggen verdienen und das macht auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß und ihr habt schon mal eine Vorschau auf alles, was euch in Zukunft auf dem Live-Server erwartet. Solltet ihr Bock haben, an dem Test-Server teilzunehmen und ich kann euch das nur ans Herz legen, auch wenn es da relativ wenige Spieler verfügbar gibt, es ist ein Test, aber ihr werdet belohnt und ja, ich persönlich finde es echt sinnvoll, da mitzumachen. Könnt ihr hier das Game Center installieren, euch registrieren mit demselben Benutzernamen und derselben E-Mail-Adresse wie auf dem Live-Server, dann können euch nämlich auch die ganzen Gutschriften erreichen. Die könnt ihr dann, da werdet ihr dann benachrichtigt, dass ihr die Boni abrufen könnt. Im Forum gibt es dafür einen separaten Forumseintrag und dann klickt ihr darauf und dann könnt ihr eure Geschenke quasi abholen für die Leistung, die ihr gebracht habt. Hier ist dann nochmal alles erklärt. Also, kann ich euch nur ans Herz legen.
Nächstes Thema. Ich will es nicht weiter ausschlachten hier. Es gibt sicherlich noch diverse Informationen bei uns hier in der Flaschenpost. Demnächst in einer Woche, denke ich, gibt es ja dann nachher schon bald die Vorschau für World of Warships, für den Patch-Update, was euch da alles erwartet. Da werde ich dann wieder eine Flaschenpost von fast einer Stunde machen wahrscheinlich, weil so viel Inhalte in World of Warships integriert werden. Wie ist das mit den ganzen Gutschriften der alten Träger, der neuen Träger hin und her? Wird jetzt sicherlich die nächsten Tage alles verfügbar werden. So, nächster Punkt ist dann der Designwettbewerb. Wir hatten schon mal eingangs darüber berichtet, und zwar über die regionale Abstimmung. Da konntet ihr Punkte vergeben für jede Tarnung, die dann teilnimmt. Und die, die die meisten Punkte haben, haben es dann jetzt in die globale Abstimmung, in die Endrunde, wenn man dazu möchte, geschafft. Die globale Abstimmung läuft dann hier vom 11. Januar 14 Uhr bis zum 20. Januar, ich sage jetzt einfach mal 22 Uhr ungefähr, also ein bisschen vorher, 21:59. Und ihr müsst euch dafür eingeloggt haben. Dann könnt ihr euch hier nämlich die Tarnung angucken. Und euch aussuchen, welche Tarnung euch am allerbesten gefällt. Und die, die euch am allerbesten gefällt, da klickt ihr dann hier im Forum abstimmen, landet dann auf dieser Seite und könnt dann hier denjenigen anklicken, dessen Tarnung ihr als bestes befördern möchtet sozusagen. Ihr habt nur eine einzige Abstimmung und ja, diese zählt dann, wenn ihr euch eingeloggt habt. Wichtig ist, dass ihr eingeloggt seid. Nächster Punkt. Sind dann Kampfaufträge. Ich habe es jetzt nur Kampfaufträge genannt, aber ich möchte euch noch einen Hinweis geben. Und zwar gab es da wieder mal eine Nachricht sozusagen, Belle Epoque Container. Ja? Ihr wisst, dass ihr Belle Epoque Container aktuell im Spiel auch kostenlos erspielen könnt. Nichtsdestotrotz gibt es halt auch immer wieder die einen oder anderen, die keine Zeit hatten, das alles ausführlich zu erspielen, aber trotzdem dann die Sammlung vervollständigen möchten, der Belle Epoque. Und ja, das ist hier die Möglichkeit, mit einem monetären Einsatz sich sozusagen die Belle Epoque Container zu kaufen. Ist relativ überschaubar. Andere Container waren schon viel, viel teurer in der Vergangenheit. Ihr könnt allerdings auch nicht so große Bonis abgreifen. Ihr habt in jedem Container die Chance von zwei Sammlungsgegenständen. Und dann habt ihr eben hier Signalflaggen und Tarnung verfügbar, die da drinne sein können. Also müsst ihr dann selber wissen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Die viele von euch werden da draußen sicherlich die Zeit genutzt haben und diese Sammlung spielerisch vervollständigt haben. Das ist so, das war die ganze Neuigkeiten für euch habe. Zumindest zum Premium-Laden. Und dann kommen wir zu den Kampfaufträgen. Nochmal eine kleine Wiederholung. Ich hatte es euch in einer der vorhergehenden Flaschenpost-Ausgaben schon mal ans Herz gelegt. Die Azur Lane Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr Fans von dieser Sache seid oder nicht. Ich bin jetzt nicht unbedingt, ich kenne die Sache nicht mal. Ich weiß nicht mal genau, was das ist. Nichtsdestotrotz möchte ich euch das nochmal ans Herz legen. Vielleicht habt ihr es ja vorher übersehen oder noch nicht von gehört. Ihr habt hier so ein Angebot, das könnt ihr annehmen. Das ist kostenlos. Ihr loggt euch einfach ein, drückt hier rauf. Und dann bekommt ihr eine Auftragsreihe in euer Konto freigeschaltet, wo ihr am Ende ein 10er Kapitän freigeschaltet bekommt. Das heißt, ihr bekommt einen 10er Kapitän, den ihr auf irgendein Schiff im Hafen packen könnt. Ich glaube, es sind aber Deutsche, weil der Kapitän auch Admiral Hipper heißt. Ist es auf deutsche Schiffe bezogen. Nichtsdestotrotz, ein 10er Kapitän und die Aufgaben hier macht man einfach mal nebenbei. 10.000 EP in Gefechten, auch in Koop möglich. 300.000 Schaden in Gefechten, auch in Koop möglich. Dann hat man hier 3 Millionen Creditpunkte in Gefechten verdienen. Das muss man ja sowieso gerade aufgrund der ganzen Direktiven für den Prinz Eitel Friedrich. Und am Ende hat man so einen 10er Kapitän daneben stehen. Dann sind die Direktiven noch verfügbar, um die Prinz Eitel Friedrich zu erspielen. Noch bis 22. Januar habt ihr Zeit, alle Direktiven durchzuspielen. Aktuell ist die letzte Direktive verfügbar. Seit dem 10. Januar habt ihr die Aufgabe für jede Nation einzeln betrachtet, 4 Millionen Creditpunkte zusammenzufarmen. Und jedes Mal, wenn ihr 4 Millionen Creditpunkte zusammengefarmt habt, bekommt ihr einen Container oder eine Etappe gutgeschrieben. 6 Etappen müsst ihr machen und danach ist der Prinz Eitel Friedrich mit 3 Fertigkeitspunkten, 500 Stahl und 4,4 Millionen Creditpunkte euer. Also setzt euch ran, spielt das Schiff frei. Es ist auf jeden Fall wert, meiner Meinung nach. Auch wenn es nicht ganz einfach zu spielen ist, manchmal ist ein RNG so ein bisschen foppt und sagt, oh, da siehst du schon bei den Granaten, wenn du die abschießt, dass die nicht sehr genau fliegen. Aber prinzipiell macht der Dampfer eine ganze Menge Spaß. Das kann man schon sagen. Hat auch ein schönes Design, also von daher, ja,
macht mit. Gar nicht euch nur zu einladen. Und die Prinz Eitel Friede schon gekauft haben, die bekommen nämlich Dublonen dafür. Und das sind auch gar nicht mal so wenige. Ich hab's jetzt gerade nicht im Kopf. Irgendwie was um die 5.000, 6.000 Dublonen können das nochmal sein. Zu dem Stahl, zu den Creditpunkten hinzu. Ja, also von daher durchaus eine Sache wert. Dann gibt es natürlich noch die täglichen Aufträge, die auch jetzt wieder aktiv sind. Wir haben jetzt hier den 12. Januar heute. Und heute gibt es November Foxtrot und Juliet Whisky Una One und 400 Kohle, wenn ihr denn alle täglichen Aufträge erfüllt. Wir hatten ja über die täglichen Aufträge schon mal berichtet. Ist jeden Tag immer die gleiche Aufgabe. Ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz 100% aus dem Kopf. 500 EP verdienen, dann gibt es einmal einen Satz, dann nochmal 750 EP, dann 1000 EP. Dann habt ihr die erste Auftragsreihe fertig, kriegt am Ende der ersten Auftragsreihe 200 Kohle. Und dann wird die zweite Auftragsreihe fertig freigeschaltet mit 1000, 1100 und 1200 XP. Nagelt mich bitte nicht ganz genau fest. Und dann kriegt ihr am Ende nochmal 200 Kohle. Und das ist eben dann die für den 12. Januar. Hier sind wir beim 12. Und dann am Sonntag, das ist vielleicht für euch ganz, oder am Montag ist das, am 14. ist Montag, ne? Ja, genau, ist es dann eben XP, Free XP, Kapitäns-EP und Basis-EP und auch, wie gesagt, 400 Kohle. Das ist jedes Mal mit dabei, immer wenn ihr so eine Auftragsreihe der täglichen Aufträge abschließt, gibt genau zwei Reihen, dann kriegt ihr eben Kohle gut geschrieben, was sicherlich für eure Arsenaltätigkeiten nicht ganz unentscheidend ist. Ja, und das geht halt hier so weiter. Ihr könnt euch hier auf der Homepage, die ich euch natürlich verlinke, wieder in die Beschreibung, dann nochmal ganz genau angucken, welche Sachen für euch wichtig sind. Und ich das vielleicht im Kalender sogar markieren, dass ihr nicht verpasst, welche Erfahrung, welche Signalflaggen oder welche Verbrauchsmaterialien ihr besonders boosten wollt. Und das ist eigentlich alles, was man zu dem aktuellen Status von World of Warships sagen kann. Es gibt mehr Nachrichten, haben wir aktuell nicht. Es ist immer noch so ein bisschen so die Woche, alles klar, wir hatten Weihnachten in Russland, geht ja immer an dem Feiertag nach den Heiligen Drei Königen, ist da ja Feierzeit. Wir hatten inzwischen den Livestream, wir sind wieder da von World of Warships direkt. Der kam diese Woche Donnerstag, glaube ich. Und von daher wird es jetzt sicherlich nächste Woche wieder richtig in die Vollen gehen, dass man dann wieder die Flaschenpost häufiger machen kann, als wir das aktuell tun. Aber das ist immer Standard, das möchte ich euch nochmal sagen. Zur Anfang, Ende Dezember, Anfang Januar ist es immer eine gewisse Durststrecke an Informationen, weil die Damen und Herren natürlich da auch ihr Weihnachten feiern wollen, ist ja auch ganz klar, ihr Neujahr feiern wollen und ja, jetzt dann demnächst wieder durchstarten, so wie wir das dann diese Woche schon getan haben wahrscheinlich. Ne? In diesem Sinne wünsche ich euch ein verdientes, schönes, entspanntes, langes Wochenende und ja, kommt gut durch. Heute Abend am 12.01. 20 Uhr auf dem YouTube-Kanal ist wieder Livestream bei uns und ja, vielleicht habt ihr Bock und wollt ein bisschen mitfahren. Ist sicherlich auch möglich, wenn ihr euch im Chat meldet. Vielleicht wollt ihr auch einfach nur genießen, wie wir uns da durch die Weltmeere arbeiten oder spielen, besser gesagt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann oder dann halt in einem der nächsten Videos. Und ich möchte euch noch bitten, wir freuen uns immer über konstruktive Kritik, Daumen nach oben, Abonnenten, also wenn ihr unseren Kanal abonniert, weil ihr die Informationen, die ihr hier bekommt, sehr interessant findet oder das, was wir hier tun, einfach unterstützen wollt, über Weiterempfehlungen natürlich auch sehr und über eure Kommentare und euer Feedback zu diesem Video gerne unten in den Kommentarbereich verewigen. Und wir lesen so gut wie jede Kommentar, wie jede Kommentare und antworten dann eben auch auf eure Fragen nach bestem Wissen und Gewissen. Also, von daher, haut rein, bis zum nächsten Video hier auf dem Siegrauts-Kanal. Ciao, ciao, euer Siegrauts-Team, euer Maracha. Ciao, ciao.